Das hier ist unser Planet Erde aktuell. Wir Menschen befinden uns ganz weit oben am Anfang der Nahrungskette. Doch waren wir schon immer weit oben? Nein, im Gegenteil, wir waren schon mal ziemlich weit unten. Überall auf der Welt sind Indizien und Spuren und Hinweisen verstreut, die uns darauf hinweisen, was wir früher waren. An einem Ort finden wir ganz besondere Spuren. In unserem menschlichen Körper. Ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere präzise Wurfgenauigkeit. Diese genaue Wurfpräzision besitzt nur das menschliche Wesen. Das simple American Football erinnert mit seiner genauen Wurfpräzision, wie wir früher gejagt haben. Schauen wir uns den Schluckauf an. Tatsächlich hat er für uns keinen wirklichen Nutzen. Wenn man sich aber gewisse primitive, luftatmende Fische oder auch Kaulquappen anschaut, dann erkennt man, dass sie abwechselnd Luft und Wasser aufnehmen. Atmen sie Wasser ein, muss sich die Öffnung ihrer Lunge schließen. Der Schluckauf verbindet uns aber nicht nur mit anderen Spezies, sondern auch mit einer einzigartigen Zeit auf der Erde. Einer Zeit, in der unsere eigenen Vorfahren noch Wasser und Luft einatmeten, als der Mensch noch ein Fisch war. Dashler hat in den uralten Eisschichten einen evolutionsgeschichtlichen Schatz entdeckt. Einen prähistorischen Fisch, genannt Tiktaalik. Das Besondere an ihm ist, dass er Arme besitzt. Es war wahnsinnig aufregend. So etwas hatte vor uns noch niemand gesehen. Man konnte Schultern, Ellenbogen und Handgelenke erkennen. Tiktaalik muss mit unseren Vorfahren eng verwandt gewesen sein. Der Tiktaalik war der erste Fisch, der Luft und Wasser atmen konnte und zugleich an Land gelangen konnte. Doch die Evolution war lange nicht mit uns fertig. Knochen, die unseren Ohrknöchelchen ähneln, wurden in den Kiefer von Dimetrodon gefunden. Eine große Echse, die ca. 260 Millionen Jahren vor uns gelebt hat. Im Laufe der Zeit entwickelten wir uns weiter zu Säugetieren. Eine weitere Spur, die uns dies erzählt, ist unsere Gänsehaut. Die Gänsehaut ist ein Überbleibsel der Evolution. Sie stammt aus der Zeit, als unsere Körper noch mit Fell bedeckt waren, das sich aufstellte, wenn wir aufgeregt waren oder Angst hatten. Heute besitzen wir kein Fell mehr, aber der Reflex ist erhalten geblieben. Dennoch waren wir lang weit davon entfernt, an der Spitze der Nahrungskette zu sein. Wir Menschen stammen von kleinen, rattenähnlichen Tieren ab, die mit den Dinosauriern zusammenlebten. Heutzutage glaubt man, dass die Dinosaurier dank eines riesigen Meteoreinschlags ausgestorben sind. Da wir damals noch sehr kleine Säugetiere waren, hatten einige von unseren Vorfahren das Glück zu überleben. Und zwar, indem sie so klein sind und sich im Untergrund verstecken. Doch uns erwarten noch größere Veränderungen. Haben Sie sich jemals beim Einnicken ertappt und sind dabei hochgeschreckt? Haben Sie mal ein Gesicht in den Wolken zu entdecken geglaubt? Diese Dinge weisen auf eine Zeit hin, in der wir von den gefährlichsten Raubtieren der Erde geprägt wurden. Während des Einschlafens entspannen sich die Muskeln. Das Gehirn missinterpretiert das Entspannen als ein Gefühl des Fallens und lässt die Muskeln zucken, damit man sich wieder aufrecht hält. Das stimmt mit der Theorie überein, dass wir Millionen Jahre lang auf Bäumen geschlafen haben. Und zwar als Primaten. Damals haben wir an den Waldrändern gelebt. Wir schliefen auf den Bäumen und konnten dank der weiten Sicht der Savanne beobachten, ob Feinde genau in der Nähe waren oder ob sie noch weit entfernt waren. Noch heute haben wir ein größeres Sicherheitsinstinkt, an einem Platz zu sein, wo wir den Überblick haben, wo wir gerade sind und was sich in unserer Nähe befindet. 4 Millionen Jahre vor unserer Zeit, mitten in Afrika. Unsere Vorfahren leben noch immer am Rande der Wälder. Tagsüber wandern sie auf zwei Beinen durch die Savanne. In der Nacht aber ziehen sie sich auf die Bäume zurück. Doch von den friedlichen Tieren wurden wir auch langsam gewalttätig. Auf der einen Seite vom Flussufer befanden sich die Bonobos. Während sie sich untereinander halfen, um zu überleben, waren wir auf der anderen Flussufer und mussten gegeneinander kämpfen, um zu überleben. Jede geografische Barriere, die zwei Bevölkerungsgruppen voneinander trennt, kann zu genetischen Unterschieden zwischen diesen Gruppen führen. Oft haben Flüsse, Inseln, Gletscher oder hohe Gebirgsketten zwei Populationen voneinander getrennt und zu unterschiedlichen Entwicklungen geführt. Doch das war noch lange nicht alles, was sich weiterentwickelte.
Unsere Fingernägel waren einst Krallen, durch die wir in den dichten afrikanischen Wäldern auf Bäume klettern konnten. Unsere Fähigkeit, auf zwei Beinen zu gehen, entwickelte sich möglicherweise, als diese dichten Wälder ausstarben und wir von einem Baum zum anderen laufen mussten. Doch es sollten uns noch größere Veränderungen erwarten. Über die letzten Millionen Jahre hat die Evolution ein gewisses Organ in uns weiterentwickelt, das uns wirklich einzigartig macht. Unser Gehirn. Der prähistorische Selektionsprozess übte einen starken Druck auf uns aus, durch den sich auch unser Geist veränderte. Verschiedene Teile unseres Gehirns haben sich in unterschiedlichen Zeiten der Evolution entwickelt. Vor 2 Millionen Jahren stecken die frühzeitlichen Menschen noch mitten in der letzten Eiszeit. Die Erde erlebt heftige klimatische Veränderungen, die zu plötzlichen Dürren und Lauffeuern führen. Die Unbeständigkeit zwingt die Menschen, neue Überlebensstrategien zu entwickeln. Das Resultat? Unser Gehirn vergrößert sich plötzlich um erstaunliche 300%. Die Leute assoziieren mit dem Begriff Evolution meist nur die körperlichen Veränderungen. Doch unser Verhalten hat sich ebenfalls verändert und weiterentwickelt. Ein weiterer Punkt, den man ansprechen könnte, ist unsere DNA. Egal wie unterschiedlich wir voneinander sind, unsere DNA ist zu 99,9% mit jedem von uns kompatibel. Das erklärt man sich vielleicht daran, dass wir Menschen mal fast ausgestorben sind und um wenige tausend Überlebende. Dank eines gigantischen Vulkanausbruches, die uns alle fast aussterben ließen. Die Naturkatastrophen, die wir heutzutage erleben, sind gar nichts im Vergleich zu denen, die unsere Vorfahren erleben mussten. Das bestätigt sogar unser Herr Sparta in seinen jungen Jahren. Wir meinen schon alles gesehen zu haben. Tornados, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche. Tatsächlich ist das aber nur ein Bruchteil dessen, was sich auf der Erde in der Vorzeit abgespielt hat.